Der Bachelorstudiengang Erneuerbare Energien weist einen sehr großen Praxisbezug auf. Im Rahmen des Studiums sind insgesamt 3 Praktika abzuleisten. Zunächst erfolgt das Grundpraktikum mit einer Dauer von 8 Wochen. Es schließt sich im Studienverlauf das 4-wöchige Fachpraktikum an. Am Ende des Studiums folgt die praktische Studienphase mit einer Dauer von 12 Wochen. Das Grund- und Fachpraktikum dient zum ersten Einstieg in das künftige Berufsfeld und soll Ihnen ermöglichen, den Arbeitsalltag grundlegend kennenzulernen. Eine Berufsausbildung kann als Grundpraktikum anerkannt werden. Die Praktika können in unterschiedlichen Wirtschaftsbranchen durchgeführt werden. Neben einer Tätigkeit bei Energieversorgungsunternehmen kann ein Praktikum auch bei Ingenieurbüros, die zum Beispiel PV- oder Windprojekte entwickeln, erfolgen. Auch eine Tätigkeit bei Elektrohandwerksbetrieben oder Heizungsinstallateuren ist möglich. Alternativ sind auch Tätigkeiten bei Unternehmen zum Energieeinkauf oder zum Energiemanagement oder auch in der Finanzbranche möglich. Ziel der praktischen Studienphase ist es, dass Sie Ihre im Studium erworbenen Kenntnisse in der Praxis anwenden. Sie sollen Ihre persönlichen Erfahrungen erweitern, um studiengangsspezifische Inhalte für den Studiengang Erneuerbare Energien zu vertiefen. Die zweite Säule des praxisnahen Studiums sind 2 Projektarbeiten, die im dritten und im fünften Semester zu absolvieren sind. Das Fachprojekt im dritten Semester vermittelt wissenschaftliche Fähigkeiten. Bei der interdisziplinären Projektarbeit im fünften Semester wird eine anwendungsbezogene Problemstellung bearbeitet, sodass Sie Techniken erlernen, welche für die spätere selbstständige Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsarbeiten erforderlich sind. Beispiele für Projektarbeiten sind die Entwicklung von Energiekonzepten, die Unterstützung bei der Begutachtung von regenerativen Energieprojekten, aber auch die Mitarbeit in laufenden Forschungsprojekten am Umweltcampus. Die dritte Säule des Studiengangs ist die persönliche Schwerpunktbildung durch Wahlpflichtmodule. Im Studium gibt es insgesamt 4 Wahlpflichtfächer, die sich auf 3 Semester verteilen. Neben einer breiten Auswahl an thematisch sehr unterschiedlichen Veranstaltungen aus den Fachbereichen Technik und Wirtschaft Recht besteht für Sie die Möglichkeit, durch das Belegen von jeweils 2 Fächern, die thematisch zusammengehören, eine fachliche Vertiefung im Studium zu belegen. So können Sie, nachdem Sie erfolgreich die ersten Semester abgeschlossen haben, Ihren persönlichen Fokus in unterschiedlichen Bereichen setzen. Den Abschluss des Studiums der erneuerbaren Energien markiert die Bachelor-Thesis. Diese lässt sich häufig mit der praktischen Studienphase verknüpfen, um in einem Unternehmen umfassend eine praxisorientierte Aufgabenstellung unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten zu untersuchen.